Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meiner Modellbahnanlage in Spuren, beziehungsweise besser gesagt, einem kleinen Update. Aber okay, seht selbst. Einmal. Autofokus, Dankeschön. Zweimal. Vielleicht noch nichts Neues. Dreimal. Jetzt wird schon neuer. Der Aufzug mit Licht. Hier noch ohne Funktion. Und letztes. Ich bin sprachlos. Ihr auch. Eine Wartungsbeleuchtung für die Wendel. Also wenn mir mal ein Zug entgleisen sollte, ich werde alles sehen. Oder für Mitfahrten wäre das auch cool zu nutzen. Einfach nur hammer geil. Und ich bin so froh, dass hier nun was weitergeht. Auf die Anlage. Beziehungsweise, ich bin auch so dermaßen froh, wenn es dann hier oben losgeht. Also mit Gleise verlegen. Ein Bahnhof, also ein normaler Bahnhof wurde auch gekauft, beziehungsweise ein Bahnsteig besser gesagt, wenn man es jetzt ganz genau sehen will. Für die Oberfläche. Dann eben eine Altstadt. Ein Stück, noch ein Stück weiter um. Halt nur ein bisschen zum Vorstellen für euch. Aber trotzdem einfach das Flair nochmal auf sich wirken lassen für die Wendel. Wenn man sich das ihm vorstellt. Ein Zug fährt hier runter. Wahnsinn. Auf jeden Fall wird dann das nächste Video, werde ich vermutlich bildlich festhalten, der Einzug der ersten Menschen. Das wird per Video festgehalten. So viel kann ich euch versprechen. Hier, was man vielleicht leicht übersieht. Ein kleines Rohrsystem aus Strohhalmen. Sollte einfach eine U-Bahn-Rohrleitung oder Belüftungsleitung oder je nachdem, was hier halt laufen könnte, sollte, tut. Okay, meine Freunde, dann hoffe ich, euch hat das kurze, kleine, aber feine Video vom aktuellen Baufortschritt unterhalten. Verbesserungsvorschläge aller Art sind in den Kommentaren sehr gesehen. Aber bitte eben sachlich bleiben. Und Beleidigungen etc. werden gar nicht erst freigeschaltet. Halt nur zur Info.
Na dann, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss.